Okay. Musst du noch einen weiter, ganz vergessen. Ja, noch eine Route. Es macht aber Spaß hier auf Tauros. Es gibt irgendwie auch keinen Grund, warum du nicht auf Tauros sein solltest. Es ist Tauros. Kann ich damit auch? Nein. Wow, wir haben ein dickes Tauros und es ist trotzdem zu inkompetent, so eine Dings hochzugehen. Das erstaunt mich. Oh, fuck you! Du Scheißgerät! Schön. Ja, hier musst du dann aufpassen, gibt es effektiv gegen Feen. Ja, fuck this shit. Fuck this shit, I'm out! Fucking Zugfuck. Lass mich in Ruhe, du Fellknödel! Ich will nur ein Item abgreifen! Das ist eine Staubwolke! Lass mich in Ruhe, Trump! Ich will keine Mauer bauen! Das ist zu fett für manche Durchgänge. Oh ja, das haben wir gemerkt. Das haben wir durchaus gemerkt. Das guck mal, ein Zubat. Oh, guck mal, ein Trump. Oh, guck mal, ein amerikanischer Terrorist. Das ist für mich doch ein bisschen ein Terrorist einfach. Ja, manche Ideen. Aber gut, die Amerikaner wollten ihn, jetzt haben sie ihn. Dürfen sie sich eigentlich nicht beschweren. Und vor allem ist er auch dann ein Terrorist, wenn er irgendwie gleich mal unser Land besucht. Wir sind alle Terroristen, technisch gesehen. Naja, wie war das bitte schön, wo ich mich ja so wunderschön versprochen habe und statt Touristen Terroristen gesagt habe? Wenn ich hier gerade Vivi triggern wollte, würde ich sagen, hier fucking Jack Skellington ist ein Terrorist. Ach, nein! Die Bürste! Hat Trump dich schmutzig gemacht? Ja, böser Trump. Trump ist ein Asshole. Yeah. Ben Trump is a hoe. Ben is a hoe. Trump is a hoe. No. Aber wirklich, wenn wir uns mal darüber unterhalten können, diese Wörter, Tourist und Terrorist, die klingen so gleich. Ja, in vielen ist es wohl auch dieselbe Bedeutung. Ein bisschen schon, ja. Wurm ist so niedlich. Wurm ist so fucking niedlich. Ich will doch nur dieses Item. Warum muss das hier am Ende sein? Hast du keinen Schutz? Ich wollte gerade sagen, habe ich mir nicht mal Schutz gekauft? Gegen die Staubwolken wird es dann, glaube ich, nicht viel bringen, aber immerhin die Zubat hält es fern. Ich hab doch Schutz gekauft. Du hast sonst noch andere Taschen. Was ist ja sonst. Ich glaube, das ist die Medizintasche. Items müsste es sein. Hä? Das sind die TMs. Das sind die Beeren. Das sind die Basis-Items. Habe ich echt keine gekauft? Hm, scheinbar nicht. Ich war der Meinung, ich hatte welche gekauft. Weiter mit Zubat. Ich will doch nur ein Item. Fick dich, Trump! Fuck you, Trump! Fick dich und deinen Wiesel auf den Kopf! Ganz ehrlich, ihr könnt mir nicht sagen, dass das nicht eine Idee war von Game Freak. Sorry, aber es sieht sich einfach so fucking ähnlich. Ein bisschen, ja. Vor allem, dass hier Trump nicht dagegen einen auf Uri Geller gemacht hat, wundert mich ja. Weißt du? Ja. Aber Trump ist ja sowieso der gute Meme-Präsident. Ja, eben. Der Typ besteht aus Memes. Ist doch so. Er ist wie Senator Armstrong, ein einziger Meme. Und dafür ist Tauros auch zu fett. Muss absteigen. Puff! Und du kannst ansonsten... Toffefe, genau, ja. Du kannst ansonsten, wenn du hier... Jesus. Ja, zeige ich dir gleich. Lass mich raten, und wenn ich jetzt auf den Tauros steigen würde, heißt es, es ist nicht der richtige Zeitpunkt für einen Tauros. Du bist zu fett. Ja, Toffefe. Nee, drück nochmal jetzt Y sonst. Und jetzt aufpassen. Siehst du hier das Kreuz? Ja.
tipp da mal drauf. Und jetzt kannst du da mit dem Steuerkreuz Schnellwahl bestimmen. Genau, Schnellwahl. Schnellwahl! Schnell, Tauros! Ein schnelles Tauros! Ah. Boah! So. Und Raub. Wirklich? Für Raub habe ich jetzt diese fucking Bullshit! Für Raub habe ich diese Scheiße jetzt hier auf mich genommen. Dafür ist der Rückweg jetzt nicht so möglich. Get wrecked, bitch! Die Staubwolke kriegt mich nicht! Boah, ich finde Raub so unnötig. Du bist nicht sonderlich stark, finde ich. Ja, und jetzt kommt wieder der gute alte, ist aber competitive. Wir spielen aber keine competitive. Ich gebe einen Scheiß auf competitive. Sorgenhaft, danke fürs Hosten. Achso. Nee, es gibt noch Steine. Du wolltest die Steine. Und ich glaube, hier ist wieder der Bärenhaufen. Der Bärenhaufen ist wieder da. Kannst du jetzt nochmal gucken? Oh, du Backseating Extreme. Ja, du wolltest Krabbox? Nicht unbedingt. Das Ding sieht aus wie Mr. Krabs in seiner Boxzeit. Ach du, Krabbox ist eigentlich ganz cool. Boah! Ich mochte. Kind überrannt, sehr schön. Ah ja, der Büschel. Hey, so kriegst du wenigstens Erfahrung. Pumba! Oh, Pumba, Pumba! Stand! You dummer fuck! Stand, you dummer fuck! Okay. Ach ja, Kampf. Fee ist effektiv gegen Kampf. Ich akzeptiere Feen-Pokémon einfach nicht. Was war, wenn du ein Entwicklungseism von bestimmten Pokémon brauchst? Ja, aber gibt's da nicht auch andere Optionen? Perf! Cool, Ninja Pumba. Puff. Ninja Puff. Wer hat die Wart? Böse. Bist du irgendwie scheiße? Ja, wie wär's, wenn du das nicht tust? Wie wär's, wenn du von der Scheiße jetzt einfach getroffen wirst? Genau. Well. Kannst du mal damit aufhören? Du Sackgesicht! Alter! Hör doch mal auf! Ich stehe jetzt gerade, wie gesagt, vor der Liga. Ich habe bislang noch nicht mehr weitergespielt, weil ich darauf hoffe, dass ich mit jemandem Pokémon tauschen kann. Weil ich bin Gengar. Aber Krabbox habe ich bislang nicht so häufig mitgenommen. Mein festes Team ist halt ohne ihn. Aber ich finde es halt vom Design her cool und sowas. Alter! Und halt ihr Sackgesichter! Ja, und die Sache, dass Krabbox sich halt so spät erst entwickelt, ist dann auch wieder so eine Sache. Alter, Sandwurm ist so eine Attacke, die könntest du einfach nur löschen. Also jetzt im Sinne nicht von wegen Level Up, sondern dass du unbedingt in einem bestimmten Gebiet sein musst, dass es sich entwickelt. So in der Richtung. Ist dann halt... Ich finde sowieso immer noch. Ein bisschen Strategy dann doch. Das ist nicht euer Ernst jetzt. Also sonderlich Hilfe brauche ich nicht mehr, so gesehen. Ich bin fast durch. Nur noch Liga, dann bin ich im Postgame. Alter, ihr beiden regt mich auf. Alter, kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, das ist so eine echt eine Sache. Man kann nichts. Ne. Alter, das hätten sie sich echt sparen können, ey. Ohne Scheiß. Das ist einfach nur nervig. Vor allem, die geben nichts an Erfahrung. Na, wenn es sich wenigstens lohnen würde. Ja, aber es lohnt sich nicht. Spam ja noch die ganze Zeit hier fucking Sandwirbel, diese Säcke. Ich hab ja. Nein!
Alter. Du hast wenigstens Erfahrung bekommen. Jesus! Ja, Bas, wir haben auch andere Leute. Ich kann dir zum Beispiel hier dem Shoshi hier gleich nach der Aufnahmesession zeigen, wie man ihr Pokémon tauscht. Dann können wir das erledigen. Ich habe sonst noch Vivi. Alter. Ist alles gut. Just fucking hit it! Und vielleicht... Meine Fresse! Alter! Fuck you! Ey! Das ist eine Attacke, die kannst du einfach nur löschen! So unnötig! Wo war jetzt dieser dreckige Stein? Da, 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 da! Bam! Aus dem Weg! Sternstück! Hast Money! Ah, geil, Geld! Na, da freust du dich wieder. Nee, nicht wirklich. Ach komm, mit Geld kannst du so viel machen. Yay. Sieh's ein. Sandwirbel sollte aus dem gesamten Spiel geboren. Boah, ja. Frames. Wer braucht das schon? Oh, das sind noch nicht die schlimmsten Frame-Einbrüche. Bei einem Doppelkampf wird's schlimm. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Da passiert auch einfach so viel dann in einem Screen, dass es... Wow. What? Ich will nicht mit meinem Tauros in die Schule. Warum lenkst du da dahin? Moment mal, was? Sandwirbel ist verboten. Aber fucking Doppelteam ist erlaubt? Ist das nicht genau derselbe Scheiß? Nur mal so nebenbei. Ach so, oh. Du erhöhst mit Doppelteam erhöhst du ja deinen eigenen Fluchtwert und Sandwirbel ja, das ist ja die noch Genauigkeit. Das ist ja noch schlimmer. Das klingt ja, das klingt für mich auf Papier ja noch schlimmer als Sandwirbel. Sorry, aber. Ach so. Also. Doppelteam ist auch verboten. Gut so. Beim Professor waren auch noch Steine? Echt? Ja. So kommst du auch in den Tankerradhügel. Ah! Ja, schaut doch gut hier aus. Okay, Mutti. Laber keinen Scheiß. Halt die Fresse, Mutti. Knall die Alte. Ich möchte alles über die Pokémon lernen oder wissen. Also fang immer fleißig neue, du dummes Falk. Mach doch selber, du dumme Nuss. Räume dich die Kisten aus. Und du Kerl, endlich die Alte. Hab ich vielleicht schon. I can smell! So, waren hier welche? Ich kann ja mal kurz nachgucken. I can smell your virginity! Irgendwo hier am St. Oh, bop, bop, bop. Hinter dem Gras. Da! Oh, geile Frames! Fick dich, Strump! Also nochmal! The virginity is high in this one. Du bist Level 5. Fuck right off. Hier. Hab ne Glitzerbrise. Glitzer, Glitzer. Komm, dass man jetzt als erstes vor allem schon Zertrümmerer kriegt, technisch gesehen. Das ist nicht das erste Mal, du. Echt? Ich meine... Boah! Da, man kriegt es halt relativ früh. Das war schon seit geraumer Zeit so. Cool, hier erwarten mich starke Pikiman. Ach, so stark sind sie nicht. Es sind halt steinharte. Spoiler. With a Skull AP, vielen Dank fürs Followen. Every time. Gets me every time. Ja. Ich sehe aus wie Duck Funny. was machen wir denn da jetzt am besten? Lemmy Smash, würde ich sagen. Ach nee, es ist ja jetzt auch Typ Stahl. Es ist Stahl. Dann ist das ein Fall für Rollberg. Ja, ich habe ganz vergessen, dass diese drei Haare auf dem Kopf gleich ein Stahl-Pokémon-Haus machen.
Ja. Hat das Ding Metallklaue eingesetzt? War es das? Ich habe jetzt gerade nicht hingeguckt. Ich glaube, das war echt Metallklaue. Generell, Kratz, selbst wenn es Kratzer gewesen wäre, das habe ich mich schon mal gefragt, wie setzt Dick da Kratzer ein? Hm. Womit kratzt es? Mit seinen drei Haaren oder was? Vielleicht. Du, sie sind ja immerhin aus Stahl. Ganz ehrlich, ich habe hier echt viel zu viel Spaß mit dem Tauros durch die Gegend zu knallen. Wer hat den nicht? Hier gibt's Sobiris. Oh, ja. Fuck dich, Dickter! Ja, aber Sobiris ist auch nur kommt nur durch Hilferuf. Ugh. Das ist halt das Blöde. Da musst du halt Glück haben. Na gut, da wir jetzt ja gelernt haben. Da wir ja gelernt haben, dass Stahl schwach gegen Kampf ist. Es ist ein Maulwurf. Maulwürfe haben Krallen. Ja, aber wo siehst du hier Krallen? Das Ding ist ein Kopf. Das ist mein Punkt. Dickter besteht aus Kopf. Die Sache ist einfach die, so kann man einfach keine Krallen vermuten, weil es einfach wie ein Dildo aus dem Boden schlüpft. That's the point. Oh ja, Pumba. Oh, Pumba, ja. Hat man die Krallen jemals gesehen? Wird Game Freak jemals das Geheimnis lüften, wie die Krallen von so einem Dickter überhaupt aussehen? Holt er sie mal raus? Ist das vielleicht am Ende? Ist das sein Dick? Seine Mega-Entwicklung. Dickter, Mega-Dickter. Mega-Dickter. Er holt die Krallen raus. Flup. Das ja. Ist genauso ein Prinzip wie bei Mega Kangama. Hier, ja. Hab Kind. Hier, hab Kind. Hier, Kind, kämpf. Rufen wir mal das Jugendamt an. Arthurs, moin, moin. Ja, gut, Mega Dicktri, aber. Pff. Gibt es Mega Dicktri? Ich glaube nicht. Das wäre so cool. Oh. No. Ich meine mich nicht zu erinnern, dass das Dickdri eine Megaform hat. Oh, shit. Durch dieses Vieh. Kannst du Sobiris kriegen. Ach so, ich dachte, das ist Copyright, Mon. Nein. Was bist du überhaupt? Das ist Gesteinfee vom Typ her. Oh, ja, okay. Da kann ich ja lange meinen Glitzer hinschmeißen. Vor allem ist es... Autsch. Ich sehe den Sinn von diesem Ding nicht. Moment, das heißt, wenn er jetzt ein Sobiris rufen würde... Ja. So, welcher Typ ist das Ding jetzt? Jetzt Rokara? Ja. Steinfee. Steinfee, was machen wir denn da? Also, Garo lasse ich hier nicht nochmal drinne. Meinst du, der Fat Controller kriegt das hin? Rossbird nicht. Moment, ich meine da was mitbekommen zu haben vom Jägen. Sonst Jackpot! Arthurs, vielen Dank fürs Followen! War da nicht so von wegen, dass Käfer gut gegen Fee ist? Oder täusche ich mich da? Verwechsel ich da gerade schon wieder was? Ich schick mal den fetten Kontrolleur rein, weil der, selbst wenn, der wird einen Treffer aushalten. Die Sache ist die mit Feen. Ich kann mir das nicht mehr so instant erinnern. Ich kann mir Feen sowieso. Ich kann Feen nicht ernst nehmen, deswegen, ja. Ja, inzwischen sind Feen halt gut etabliert, das sage ich jetzt von mir selber. Aber was jetzt nun effektiv ist und was nicht, will ich mir halt nicht so ganz merken. Das ist es. Ich weiß halt zum Beispiel, dass. Das vielleicht. Feen gut gegen Drachen, gegen Unlicht und halt gegen Kampf ist. Jesus, das Ding ist ein Panzer. Ja, der bufft sich sehr gerne. Und Moment, die dürfen eine Attacke und um Hilfe rufen? Das fällt mir jetzt... Sobiris! Das ist doch unfair, jetzt kann ich nur eins von beiden fangen. Ja. Das ist doch unfair.
Naja, Rokara kriegst du sonst noch mal so. Alter, es ist nicht selten. Hauptsache, Zubiris hat hier Anfälle. Oh, warte mal, was benutzt man denn jetzt gegen Zubiris? Zubiris ist ja Geist und Unlicht. Stahl ist gut gegen Fee, aber ich habe jetzt... Doch, ich habe Rossbird. Warte mal. Ich habe Rossbird. Jetzt muss ich sowieso einen von beiden hier begraben. Also davon mal abgesehen. Du, ich habe durch den Resort, Pokémon Resort, so viele fucking Rokara in der Box. Ich weiß nicht mehr, wohin mit diesen Scheißviechern. Ich kann dir gerne als Kapitän. Sonne. Jetzt nochmal so mit dir. Was? Können die Zuschauer im Stream auch als Pokémon Sonne als... nee, sowas mache ich eigentlich nicht. Das ist mir zu offensichtlich einfach. Ach scheiße, jetzt habe ich... Ich habe ganz vergessen, dass da ja das Ding noch ist. Ah, kannst du es wenigstens schwächen. Aber wie gesagt, ich kann dir gerne Rokara geben. Ich weiß nicht mehr, wohin mit diesen scheiß Dingern. Moment, wo hat das Ding jetzt gerade Schaden hergenommen? I don't... What? Hier, Bite the Dust. Bite the Dust. Ja, okay, wenn du mir davon eins geben kannst, dann... Ja, ich bitte darum. Nimm es! Nimm es! Nimm es mir ab! Bitte! Ich will es nicht mehr sehen! Ich kann es nicht mehr sehen! Nimm es weg! Ich habe schon hier Dings. Zwei in der Box. Und noch eines, was da mich anbettelt, dass ich es annehme. Amaroka, Zubiris greift Rokara an, weil er es fressen... Was? Die machen das? Ich habe da nicht aufgepasst gerade, deswegen. Stimmt, ich hätte den fetten Controller auch Muka Muka nennen können. Das wäre auch eine Idee gewesen. Ja. Oh, komm. Ich mag Zubiris. Zubiris ist auch nice. Was? Böses Vieh. Was? Was gedacht, was? Hast gedacht, ich ignoriere, aber nein! Tu ich nicht! Hey! Echt? Die können einen angreifen? Die können sich gegenseitig angreifen, weil sie fressen wollen? Das erlebe ich aber auch zum ersten Mal. Ich habe echt gerade nicht aufgepasst. Ich war gerade auf den Chat konzentriert in dem Moment. Ich auch. Ich war auch mit Erklärungen beschäftigt. Das habe ich ja auch noch nicht erlebt, wie ulkig. War das nicht so, dass Zubiris in der dritten Gen irgendwie keine Schwäche hatte oder so? Das war ja Geist und Unlicht. Das hat ja so einiges an Schwächen aufgehoben. Eben, das Kombi. Hat es nicht dadurch auch zwei Immunitäten gehabt? Irgend sowas war da, glaube ich. Ich weiß es gerade nicht mehr. Also normal konntest du damit vergessen. Seine liebe Edelstein treibt es dazu, Rokara nachzustellen. Oh. Kraxel kommt ihm allerdings immer zuvor. Stimmt, hier Dings. Kampf-Pokémon sind ja für gewöhnlich sehr effektiv gegen Unlicht. Mit Geister ist das auch annulliert. Weil Kampf ist genauso nutzlos gegen Geister. Ah ja, bis die Feen kamen, hatte Zubiris keine Schwäche. Aber jetzt sind die halt da und das ist seine Schwäche, Fee. Cool. Jesus! Ja, bist ja ganz staubig. Ganz staubig. Wie auch immer das an dir haften kann. Boah. So, wo mochtest du es nochmal? An der Schraube? Ja. Yes. Ich habe bislang auch nie rausgefunden, wo es am besonders geilsten fand. Was ich bis heute immer noch am interessantesten fand. Ja, wie ist es? Ich verstehe es nicht. Interessanterweise, wie solche Pokémon können essen. Safcon isst aber nicht. Safcon isst echt nicht? Safcon isst nicht, nein. Boah, cool, ein Hyperball. Ein Hyperball. Da ist noch ein Stein. Boah! Da kommst du doch nicht durch. That's a big rock. Oh my god, a giant rock. Oh my god, a giant rock. Yes, Kaiba. A giant rock. Oh fuck no. Fuck no. Du zu fuck. Oh ja, streichle meine Schraube. Dort habe ich es am liebsten. Wow.
Wow. Wo zum Frank sind wir denn hier gelandet? Granitstadt. Ich würde es vielleicht ein bisschen geil finden, wenn nicht sofort gesagt würde, welche Pokémon jetzt hier für welche VN quasi jetzt ersetzt wird. Ach, guck mal, Rockara. Rocky. Das möchte ich dem Kleinen zum Beispiel doch schon gönnen, dass er das herausfindet. Also nur als Rockara kannst du mir geben? Ja. Okay, fuck right off. Wobei, ich könnte eigentlich auch hier einfach Pumba hinstellen und der haut das Ding einmal und dann ist Ende. Super Ball. Boah, durch die Natur. Mr. Zircon does not require Bulge. Giku, danke, dude. Thank you. Das sind einfach so viel wert wie das Nugget, was ich gerade gefunden habe. Die Ironie ist zutreffend. Alter. Ja, fragt man sich, wie viel ein Nugget in Euro wert ist. Ja, aber auch nicht von... Oh, shit, ein Kiesling! Ja, aber nicht von allen. Von allen kriegt man das erklärt. Shit, ein Kiesling! Das ist ein fucking Kiesling! Ja, es ist ein Kiesling! Oh, ich liebe die dritte Entwicklung davon. Mhm. Ich habe zwar gerade vergessen, wie sie heißt, aber ich finde die super, haha. Brokkolos war das. Brokkolos, oh ja! Das Ding ist so awesome. Ach, wobei... Komm, wir schicken Pumba rein, der tankt das. Es gibt zum Beispiel nämlich ein Pokémon, wo das beispielsweise, glaube ich, nicht erklärt wird. Oder sogar zwei. Gorbnus. Mir ist das einfach irgendwie aufgefallen, so die ganzen Sachen, wo jetzt zum Beispiel das ist, das kannst du zum Beispiel schon finden, wenn das so jetzt wirklich extremst seltene Pokémon sind. Wie zum Beispiel jetzt hier Dings. Sag mal schnell. Oh. Kentwurm. Dann könnte ich das vielleicht noch verstehen. Aber jetzt so welche, die ziemlich gängig sind. Hm. Oh, ich mag Kiesling. Da wird es dann doch wieder ein bisschen heikel. Also vielleicht ein bisschen zusammenreißen. Es wurde tief unter der Erde geboren. Mit Feuer in kleiner Rokade. Es ist vergängig. Ja, das ist halt, die haben also einen dauerhaften Schwanzvergleich. Ja, Rock Lee, warte mal, ist es? Es ist aber weiblich. Wie alles. Ich habe hier eine Steinfrau vor mir. Also, Brokkoli. Der gefällt Stimmt, mir. Stimmt, Brokkoli. Wäre eine Anspielung auf Nap-Nap. Ja. Atomgurke, was? Nein. Warte mal, wie hast du das? Achso. Brokkoli. Ist das mit Doppel-K? Ja, okay. Okay, Marble wäre auch eine... Okay, Atomgurke. Okay, Marble wäre auch eine geile Idee gewesen. Na, es soll ja nicht jetzt erstmal nicht das erste Stein-Pokémon sein. Ja, aber ganz ehrlich, ich mag ihn. Ich würde ihn gerne im Team haben. Und wir wollten ja Rossbird sowieso rausnehmen. Ja. Weil Fat Controller, das dauert ja nicht mehr lange. Ich glaube, das, was wir an Strom haben, können wir aktuell noch irgendwie kurzzeitig übergehen. Deswegen, wir brauchen Rossbird jetzt nicht zwangsläufig. Und ich mag hier Brokkolos. Ich finde das Ding... Man auch.